machst du deine Hände ein bisschen nass. Ja? Und dann reifst du ja nur Schale. Ja, guck mal, was passiert mit dem Wasser. Und wenn du gut bist, dann schaffst du das, dass das Wasser hochspringt. Ja. So. Ich dreh's mal so hin, dann kannst du dich direkt davor stellen. Du musst so hin und her rein. Nicht mal fest. Also es sind immer zwei Klötze mit dem gleichen Gewicht. Und die musst du rausholen. Du darfst nicht unten gucken. Unten sind sie nämlich farbkodiert. Damit ich weiß, ob du es richtig hast oder nicht. So, dann stelle ich sie mal ein bisschen um. Dann kannst du mal die Steinchen suchen, die Klötze suchen, mit dem gleichen Gewicht. Also die gleichen sind. Jetzt nimmst du dir einfach mal eins. Ja, nimm das mal raus. Und dann such den zweiten. Und jetzt such mal den zweiten dazu, der gleich schwer ist. Der gleich schwer ist. Ja. Ist der gleich? Ist der gleich schwer? Oder ist probier den anderen. Ja, du musst nur durchprobieren. Probierst durch, probier den anderen. Und das ist gleich schwer. Vielleicht hast du ja auch schon gleich. Gleich schwer. Ja. Sind die gleich? Wenn du dir sicher bist, dann darfst du sie mir in die Hand geben. Die sind gleich. Ja. Super. Gleich den ersten richtig geschafft. So, weiter geht's. Super. Drauf pusten. Wie wenn man eine Kerze auspustet. Oder drehen, drehen wir jetzt. Komm, ich zeig's dir. Hey! Einmal kurz drauf. Dann geht es ganz schnell. Das ist sauber, ey. Was macht man da hier? Hey, super! Sehr gut. Hast du gut gemacht. Wanna try? Okay. Das war eine Brille. Yeah, perfect. Oh, awesome. Nice. Okay. Magst du das auch probieren? Ja? Ganz schnell. Aber du musst dich von einer Hand in die andere bewegen. Hin und her, okay? Okay. Oh, du machst es super, bravo. Und zu mir rüber zurück. Bravo. Hast du es auch schon probiert? Magst du nicht? Okay. Für uns können wir experimentieren. Und das erste Experiment, das wir machen werden, ist, wir werden die Löffel zum Schreien. Habt ihr schon mal geschafft, die Löffel zum Schreien zu bringen? Ja? Ja, wir machen das heute, okay? Und wie machen wir das? Indem wir den Löffel auf den Trocken haben. Der kommt schon wirklich sanft aus. Also. Wir werden unseren Löffel draufdrücken und dann wird das Gas wieder entweichen, weil unser Löffel warm ist. Hier wird das Gas gestrichen. Und dann drücken wir aber, weil wir weiter drücken, das Gas wieder runter, dann fängt es an zu vibrieren. Das werdet ihr spüren und hören. Probiert es mal an. Albert, von all sides. Yes,
das? Das Beste ist schon. So kommt alles raus. Schau. Der muss nicht. Und ein bisschen schütteln wir noch und dann haben wir es geschafft. Braucht man alle, die so viel wie möglich, dann lassen wir nachher Thank you.